Hallöchen, Freunde, und weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed 3. Und so, wir haben eine Pferdepfeife bekommen. Ist jetzt nur die Frage, wo haben wir die denn? Geräte, Geräte, Pferd. Machen wir mal auf rechts. So, dann brauchen wir nur rechts auswählen. Und zack, da ist unser Pferd. Ja, ist nicht das Schönste, aber es ist ein Pferd. Ich will mich ja nicht beschweren oder so. Gut, und die nächste Quest gucken wir uns gerade mal an. Beziehungsweise da, wo wir hinreiten können, das ist hier vorne. Und ich denke mal, es geht jetzt nämlich los mit dem Schiff. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und zwar ein bisschen schneller. Gut, das Pferd kann schon nicht mehr. So, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal kurz. Zack. Ach komm, ich wollte gar nicht springen. Das Pferd sollte springen. Aber ist ja auch egal, wir gehen hier, wir laufen den Rest. Und meine Herren, das hat sich hier ganz schön gewandelt. Guckt euch das mal an. Ein Spiel spielen. Aber sag mir nicht, das ist das bekloppte Spiel, was auch auf dem Boot. Dame. Ja. £2. Na gut. Also, diesmal ist es schon ein bisschen cooler, das Spiel, das verstehe ich wenigstens. Das letzte, das war nämlich ein bisschen dämlich. Und wir nehmen natürlich wieder diese Übersicht, das ist ein bisschen besser. So, dann fangen wir mal an. Zack. War klar. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass der hier nicht geschlagen wird. Weil der könnte jetzt theoretisch hier rüber hopsen. Deswegen müssen wir den ein bisschen sichern. Und deswegen gehen wir hier hin. So, dann ziehen wir hier mal nach. Weil sobald wir ein auf die. Also man kann nur nach vorne ziehen und nur diagonal. Und sobald wir einen auf die letzte Reihe vom Gegner bekommen haben, einen Stein. Kann man nämlich über den rüber hopsen. Beziehungsweise Quatsch. Sobald man auf der letzten Reihe ist, hat man einen Stein, der auch zurückgehen kann. Also auch wieder zu uns in unsere Richtung. Und das ist schon ziemlich gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, verdammt, da habe ich gepennt. Da habe ich gepennt. So, er kann aber nicht zweimal schlagen, also man kann so oft schlagen, wie man möchte. Beziehungsweise wie man kann. So, den nehmen wir uns natürlich wieder zurück. Nichts passiert. So, und dann müssen wir gucken, dass wir da wieder ein bisschen nachziehen. So, er geht jetzt hier, er greift so ein bisschen an, den nehmen wir uns mit. Sonst wird er nämlich den anderen nehmen, den wir da haben. Tja, Kollege, das war nicht so richtig toll von dir. Da kann das schon jetzt nicht mehr verhindern, dass wir den auf die letzte Linie bringen. So, deswegen können wir uns hier ruhig darum kümmern, dass hier hinten nichts passiert. So, dann gehen wir mal. Zack. Und dann holen wir uns hier die Dame. Die dürfte jetzt genau. Die hat jetzt nämlich so ein Zeichen. Und mit der darf man nämlich auch rückwärts dann gehen. So, dann können wir den mal ein bisschen unter Druck setzen. Dann ziehen wir mal hier hin. Wir müssen nur aufpassen, dass der uns nicht schlägt. Weil eine Dame ist schon sehr wertvoll. So, müssen wir mal gucken.
Da würde ich sagen, ziehen wir hier mal zurück. Ach, verdammt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, da habe ich gepennt. Mist, Mist, Mist. So, hier können wir, also hier müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Beziehungsweise, nee, macht keinen Sinn. Die lassen wir mal so da stehen. Und dann müssen wir mal gucken. Ziehen wir mal mit denen hier nach vorne. Genau, den nehmen wir mit. Aha. So, jetzt wird's gerade ein bisschen gefährlich. Jetzt ist unsere Dame, die hätte ich nämlich ganz gerne hier. Die müssen wir so ein bisschen aus dem Weg räumen. So, jetzt bin ich gespannt. Er geht dahin. Der ist aber nicht in Gefahr. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier. Der kann jetzt auch keinen richtig gut ziehen von denen. Ah, gut, theoretisch schon. So, der geht jetzt. Tja. So, wir holen uns einfach die nächste Dame. Und dann ziehen wir mit einer nach unten. Beziehungsweise, das können wir jetzt schon machen. Jetzt ist ja ein bisschen Platz. Dann gehen wir da mal rüber. Naja, jetzt lockert er sich nämlich. Nein! Ich wollte nach links. Ich wollte doch nach links. Ach, komm schon. Ah, und wegen sowas verliert man dann, weil man sich verklickt. Das könnt ihr ruhig haben. Na gut. Also, müssen wir gucken. Jetzt steht er natürlich total sicher da. Na gut, mehr oder weniger. Na super. So, dann müssen wir da mal jetzt ein bisschen Druck machen. Dann ziehen wir jetzt mit der hier mal rein. So, jetzt können wir uns nämlich überlegen, nehmen wir den vorne oder lieber greifen wir lieber die von hinten an. Das ist eigentlich beides ganz gut. Aber ich glaube, das wäre besser, wenn wir den hier einfach platzieren. Ja, dann haben wir hier zur Sicherheit noch einen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha, jetzt geht er dahin. Jetzt können wir nämlich hier schön rüberspringen. Und jetzt sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. So, dann greifen wir hier mal an. Ah, dann zieht der den einfach da an den Rand. Das ist Quatsch. Holen wir uns einfach mal die nächste Dame. So, und jetzt gucken wir mal. Tja, das weiß ich. Gut, jetzt können wir den hier eigentlich. Ach, wir müssen schlagen. Ah, okay, dann müssen wir den hier ziehen. Tja. Da müssen wir jetzt ausweichen. Leider. Dann platzieren wir den mal hier. Und ich glaube, sobald einer nicht mehr ziehen kann, hat der auch verloren. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. So, den müssen wir jetzt aus der Schusslinie bringen. Und jetzt lassen wir ihn einfach kommen. Der wird da jetzt wahrscheinlich gleich rechts an den Rand gehen, aber das bringt ihm nichts, weil er kann uns nicht schlagen.
aufgepasst. Gut aufgepasst. So, und jetzt muss er gleich den hier nehmen. Und deswegen können wir hier schon mal frei machen, damit wir den gleich schlagen können. Ah, jetzt nimmt er den. Interessant. Interessant. Ist die Frage, macht es Sinn jetzt hier? Ich weiß, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich gewonnen haben, wenn er gar nicht mehr ziehen kann. Ach, wir nehmen den einfach mal mit. Zur Sicherheit. Ach, wir müssen den schlagen. Ja, ja, deswegen haben wir gar keine Wahl. Er zwingt uns quasi, dass wir den schlagen. Ja, genau. Jetzt zieht er den da rein. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Den nehmen wir mit. Tja, jetzt müssen wir den hier nehmen. Aber wir dominieren hier auf jeden Fall. Deutlich. So, und jetzt hat er die letzten beiden, oder naja, zwei sind noch. So, können wir gleich zweimal springen. Nehmen wir beide mit. Und gewonnen. Also, da haben wir es jetzt sogar erhalten. 2 Pfund. Wunderbar. Das können wir uns merken. Da können wir ein bisschen Kohle mitmachen. Ein Konvoi ist in die Siedlung zurückgekehrt. So, und dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Hallo, Kollege. Die harte Tour. Sequence 5. Ach so. Ja, natürlich. Die harte Tour. Die Aquila muss auf Marthas Vineyard mit Kanonen und den entsprechenden Kanoniemeistern ausgestattet werden. Diese maritime Mission starten, natürlich. Und das sieht doch jetzt auch mal aus wie ein Schiff. Deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Ja. Das Graussegelein, ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Dann geht's ab auf die hohe See. Ostküste, 1773. Mensch, das macht wirklich einen soliden Eindruck. Gut, das Ruder übernehmen, ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Scheu, Bursche, du musst das lernen. Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Sie wartet. Rufst du halbes Segel, springen die Männer und sie wird schneller. Okay, halbes Segel. Auf halbes Segel reifen. Oh. Ich fühle es. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein Mein Test? Doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie.
und unser Fest. Halbes Segel. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Ganzes Segel. Ja, volles Segel. Volles Segel. Volles Segel. Holt euch den Wind. Ja. Der Wind dreht sich. Also. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Oh, ich merk's. Wuhu. Okay, wir müssen. Halbes Segel. Oh. Eisberg. Schließt die Schotten. Oh. Ach komm. Keine halben Sachen hier. Yay! Und los geht's. Komm, go! Da kommt jemand. Aufpassen. Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Halbe ja. Segel! So, wo müssen... Oh, wir müssen doch... Scheiße. Kommen wir hier rechts lang? Ich dachte, hier rechts wär's doch schon. Ach nein. Das wird doch nix. Oh Gott. Geh weg! Ah! Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Eieieiei. Volles Segel hier. Volles Segel! Ab dafür! 1200 Meter. Das muss noch schneller gehen. So, jetzt können wir hier in den Wind rein. Ja, also das ist auch nicht schlecht. Macht Laune. Und wir sind quasi im Windschatten von dem Schiff. Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Gut, und der Wind steht wieder gut. Kein Segel! Nein, falsch. Alles Segel! Dass der uns alles hinterher ruft. Das ist unsere Crew. Eigentlich. Und wir brauchen Wind. Verdammt nochmal, wir brauchen Wind. Wir sind bald da. So. Halbes Segel. Halbes Segel. So, ich hoffe, da ist noch eine Parkbucht frei. Weniger Fahrt, Segel streichern. Kein Segel, alles einholen. Jawohl, wir haben es geschafft, ohne Schaden. Ohne Schaden, ich will es nochmal betonen. Und wir sind am Pier angedockt. Wunderbar. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Mit uns. Mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner.
Na, spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf Fresse polieren. Das hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Warum töten wir sie nicht jetzt? Das sind einige Kanonen. So, und wir machen weiter in der nächsten Folge hier bei Assassin's Creed. Bis dann.